Hallo Freunde, ich sehe gerade, das Licht ist hier drinnen grauselig. Ui, was war das? Jedenfalls kleines, schnelles Video mit verschiedenen Hobbys und Sammelleidenschaften, die ich früher mal hatte. Einfach um mal zu zeigen, mit was man sich schön die Zeit vertreiben kann, wenn man Geld übrig hat oder zu viel Zeit hat. Prost! Heute mal für das kleine Gespräch mal ein bisschen Cola. Ich werde mich auch ein bisschen beeilen, weil das interessiert eigentlich nicht so viele, glaube ich. Aber, naja, schaut selber. Zum Ersten geht es mal so um so ein bisschen was Trauriges. Eine Bekannte von mir hat mal eine kleine Erbschaft gemacht. Wie soll man dazu sagen? Also, es wird ja, wenn jemand gen Himmel fährt oder in die Grube, je nachdem, von der Verwandtschaft eigentlich hinterher alles verramscht. Das ist nun mal so heutzutage. Die Leute haben alle keinen Platz, also fliegt alles mehr oder weniger auf den Sperrmüll. Und wo man denkt, das kriegt man los, das fliegt nach eBay. Naja. Der Angehörige aber hat sich bestimmt irgendwas dabei gedacht, wenn er Sachen vererbt. Ich sag mal so, oftmals ist es ja manchmal Schmuck oder ähnliches, das schon seit Generationen in der Familie ist und gehütet wurde wie ein Schatz. Ich sage immer, über mindestens zwei Weltkriege gerettet und dann wird es binnen 5 Minuten bei eBay verhökert. Die Altvorderen würden sich im Grabe umdrehen. Jedenfalls besagte Bekannte hat damals ein paar 1000 Euro geerbt. Das Geld war natürlich ruckzuck für, in meinen Augen, meistens Tinnef zum Fenster rausgeworfen. Manchmal wäre es schlauer, man legt sich ein bisschen was auf die Kante für Notzeiten. Oder unter das Kopfkissen, was eigentlich besser ist, in Form von Edelmetall. Das verfällt wenigstens nicht. Na, jedenfalls hat sie viele Musikinstrumente geerbt, irgendwie, die sich aber relativ schlecht verkaufen lassen. Man kriegt dann irgendwas in der Größenordnung von 50 Euro dafür. Insgesamt, das hat sich ja auch so verteilt, weil man ja dann immer gemerkt hatte, das wollte niemand auf eBay für ein großes Geld, hat man es halt dann auf den Müll werfen wollen. Es ist wie, als wenn man Bücher verbrennt, weil sich das nicht zu Geld machen lässt. Naja, ohne Not Bücher verbrennt, sag ich mal so. Bei der Eiszeit könnte man ja damit noch ein bisschen heizen. Jedenfalls sollte das immer auf den Müll fliegen und ich habe mich halt immer gemeldet, Mensch, gib her, ich habe einen großen Boden, da kann ich es einlagern. Und vielleicht taucht mal jemand auf, der da musikalisch bewandert ist und braucht mal ein schickes Instrument, was über 100 Jahre alt ist. Zum Beispiel habe ich eine schöne, wie sagt man dazu, Flöte, Blockflöte, die von 1913 ist zum Beispiel, steht doch die Jahreszahl oben. Habe ich schon mal gereviewt, glaube ich, in einem älteren Video. Liegt halt bei mir in der Vitrine. Kaiserreich, kurz vorm Ersten Weltkrieg. Das goldene Zeitalter, sage ich mal so. Na, jedenfalls, nach und nach tauchten dann alle Musikinstrumente bei mir auf. Ich sag mal so, ich habe selber miterlebt, dass mal, also ich habe ein Flügelhorn bekommen. Ein relativ großes Instrument, Messing, ein großes Horn eben, ja, wird heute selten gespielt, wie ich mich erkundigt habe. 50 Euro oder so kriegt man dafür, der Händler will es ja auch noch weiter verkaufen, ist ja logisch. Da habe ich eben gesagt, dann bleibt es halt oben liegen, kommt halt irgendwann mal an die Wand, keine Ahnung, ist auch über 100 Jahre alt. Ich habe das Ding schon aus dem zweiten Stock aus dem Fenster segeln sehen, weil so ein Männchen damit den Papa genervt hat. Naja, ich habe mich dann bereit erklärt, gibt's her. Sowas kann man doch auch ein bisschen in Ehren halten, aber ich muss auch mal so sagen,
Neubauwohnungen haben beschränkte Platzverhältnisse. Das ist der Nachteil. Leute, die ein Grundstück haben, also ich jetzt nicht, oder sage ich jetzt mal die Familie früher, die eine Hacienda haben mit Nebengebäuden bis zum Horizont, können natürlich auch Sachen wertgemäß einlagern. Und wenn in der weitläufigen Verwandtschaft sich mal einer meldet, er braucht von Kinderwagen bis Skier, Schlittschuhe, Skater, sonst irgendwas, kann man immer sagen, liegt doch auf Lager, oben dritte Reihe links, brauchst du nicht kaufen. Oh, da hat man Geld gespart. So denke ich darüber. Jedenfalls, passt auf, sind mehrere Instrumente an mich gekommen. Ihr kommt mal ein bisschen auf den Tisch, dann wird das Licht besser. Wir reden kurz drüber und haken die Sache ab. Ich erkläre mich ja gerne bereit. Ich finde es schade, wenn sowas weggeworfen wird. So, da sind wir jetzt hier am Tisch und können alle ein bisschen schauen und weiterlabern. Also es sind ja auch im gewissen Sinne gewisse Antiquitäten, die hier über mich gekommen sind. Das ist so ein Kasten. Ich würde sagen, das ist eine Klarinette. Oh wei, hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gesagt. Ich wollte bloß mal zeigen, dass ich das Ding mal ganz schnell repariert habe, weil hier vorne befindet sich ein Schloss, das war garantiert zugeschlossen. Da hat man dann versucht, daran herumzuhebeln, alles ein bisschen kaputt gemacht. Ich habe alles etwas nachgetüncht, geschwärzt, geklebt. Ihr seht es hier. Ach, als wenn man so ein Schlösschen nicht mit einem gebogenen Draht aufbekommen hätte. Naja, Leute. Hierzu. Dann hat man das Ding hier hinten aufgehebelt. Warum macht man sowas? Da sind filigrane Scharniere hinten original drin gewesen. Die hat es natürlich total entschärft. Ich habe jetzt hier einen dicken Lederstreifen rübergezogen, habe den geschwärzt, zur Sicherheit noch ein paar Polsternägel reingezimmert oder Ziernägel. Alles schön mit Kontaktkleber geklebt und jetzt sieht das Ding aus, als wenn das so sein soll. Okay, schauen wir uns mal kurz rein. Interessieren tut das sowieso niemand. Also ich habe das Ding wieder hergerichtet. Bis auf den Verschluss, den verzierten hier drüben, der hier natürlich abgerissen wurde. Ich weiß nicht warum. So, und so sieht das dann halt drin aus. Da ist dann so ein Instrument drin. No, in Filz. Und das ist dann so eine Klarinette, die bestimmt so, ich weiß nicht, 110, 120 Jahre alt ist. Jo. Naja, ich denke mir mal, irgendwann trifft sich da mal jemand, der eine Klarinette braucht. Und dann freut er sich. Instrument Nummer 2 konnte ich auch nicht mit ansehen, wie das auf den Müll fliegen sollte. Tat mir irgendwie leid. In einer etwas moderneren Kiste von mir untergebracht. Schön, wie sagt man dazu, angeklettet. Kann nichts passieren. Leute, dieses Kästchen war mal ein lustiges Aufbewahrungsutensil für Grillbesteck. Das Grillbesteck ist bestimmt schon längst den Weg allen gegangen, was aus China kommt. Aber so ein Kästchen, das ist es eigentlich wert, das Grillbesteck für 5 Euro zu kaufen und das Grillbesteck wegzuwerfen. Weil so ein Kästchen, das ist praktisch. Das habe ich dafür zweckentfremdet. So, das wollte ich dazu sagen. Okay, kleinen Moment. Ach nee, wir zeigen noch eine andere Antiquität. Das ist auf den ersten Blick nichts Besonderes, Leute. Das Ding ist uralt. Das sind Zirkelkästen. Da der Unkundige nicht weiß, wie man die öffnet, sind die oftmals beschädigt. Hier befinden sich rechts und links so eine kleine Nieten. Die muss man herausziehen. Das geht übrigens nur, wenn man Fingernägel besitzt. Anhand dessen, wie verbogen die sind, sieht man, dass Leute, die das geerbt haben, keine Ahnung hatten. Die haben daran herumgehebelt. Und dann befindet sich hier drinnen ein wirklich edler Zirkelkasten. Mit allem Zubehör, was gibt. Das Einzige, was hier fehlt, ist eigentlich bei dem Gerät hier unten. Einmal die Nadel, die da unten eingeklemmt wurde. Aber das ist das geringste Problem. Aber hier fehlt solch eine Verschraubung, ähnlich hier oben, wo die Bleistiftmine eingeklemmt wird. So,
Das ist ein kleiner Schraubendreher. Und ich glaube, jetzt müssten wir mal reingucken. Das Ding hatte ich, wie gesagt, erst vor kurzem bekommen. Ich glaube, hier hinten drin, da kommen eigentlich diese Bleistiftminen rein, die es aber heute immer noch zu kaufen gibt. Die sind einseitig angeschrägt. Für den super genauen Strich, sage ich jetzt mal, müssen demzufolge aber ständig in exaktem dem richtigen Winkel eingeschliffen werden. Oh, da unten sieht man es noch. So. Ja, das ist schon eine Kunst für sich. Ja, das Ding habe ich nun bekommen. Dieses hier zum Beispiel ist vielleicht mal interessant. Das ist ein Zeichengerät, wo man mit Tinte zeichnet. Die Tinte läuft praktisch, also man tunkt die ein, wischt sie sauber, schnell, und hier drinnen läuft dann die Tinte runter und macht einem einen exakt richtigen Strich in der richtigen Größe. Also das muss man auch können und üben. Früher gab es den Beruf technische Zeichner, die haben sowas noch gelernt. Heute macht das der Computer und wir werden alle verdummen für alle Ewigkeit. So, kurz gezeigt, sollte wegfliegen. Ich habe zwei Stück jetzt davon, aus zwei mach eins. Und dann werde ich einen aufheben. Ihr seht, die Verriegelung ist hier zerstört worden. Hier waren kleine Rastnasen dran, die hier unten in kleine winzige Schlitze reindingelten und hier mit verriegelt wurden. Und ruckzuck ist so etwas zerstört, weil man sich nicht die Zeit genommen hat, darüber nachzudenken, wie man dieses Kästchen öffnen könnte. Warum hat man nicht gleich ein Brecheisen genommen? Na egal, ihr werdet es jetzt aber nicht gut sehen. Leute, guckt euch mal den Namenszug an. Und der ist das eigentlich, warum ich dieses Ding aufheben wollte. In der Kamera sieht man es noch ein bisschen schlechter. Ich werde mir die Mühe machen und ich werde diesen Schriftzug noch mal irgendwie kenntlich machen. Leute, könnt ihr das erkennen? Rheinmetall. Rheinmetall. Jetzt müsst ihr mal alle drüber nachdenken, was ist denn Rheinmetall eigentlich? Tja, das ist Deutschlands Waffenschmiede. Schon immer gewesen. das war der Nachkriegsname Rheinmetall. Die stellen zum Beispiel die Kanonenrohre für den Leopard her. Deswegen habe ich gelacht, wo ich das bekommen habe und sofort angenommen. Kleine Pause mal. Jetzt kommen wir ein bisschen mal zum Lustigen, weil, wie gesagt, das sind alles so kleine Sachen, die vererbt wurden. Dann fliegen sie in Müll. Hätte man sie auch nicht vererben brauchen. Dann kann man sie auch gleich in Müll werfen. Also ich sage immer so, als alter Sack, der ich ja auch einmal werden werde, nicht allzu ferner Zeit, sollte man wohl seine eigene Bude schon vorher in einen Container treten, einmal weißmalern, sich reinlegen und sterben, damit die Angehörigen möglichst wenig Arbeit haben. Weil mehr wird von einem nicht bleiben. Traurig, aber wahr. Ich habe live bei einem Juwelier miterlebt, wie ein Neffe eines alten Opas oder wer auch immer, Enkel, wie auch immer, wird er wortwörtlich gesagt, der Opa ist vor 2 Tagen gestorben. Er hat hier eine kleine Kiste, eine hübsche Kiste. Das war so ein Kästchen, aber ein schönes, aufwendiges. Habe ich live gesehen beim Juwelier. Er möchte das zu Geld machen. Sofort, schnell. Weil man muss sich ja, was weiß ich, ein neues Computerspiel kaufen. Ich meine, der Typ war, weiß ich nicht, gefühlte 25, 30, keine Ahnung. Das war die Münzsammlung von Opa. Ich habe mal so von Weitem ein bisschen rüber gelunscht. Leute, das waren wirklich sehr alte Silbermünzen. Der Opa hat sich bestimmt was dabei gedacht, dass er das so lange gerettet hat. Ich meine, eine Münzsammlung aus Edelmetall über die DDR-Zeiten zu retten, war nicht schon so einfach. Also zumindest Gold auf Münzen, die Zahlungsmittel waren, musste abgegeben werden und umgetauscht werden gegen Ossi-Mark. Ja, sag ich jetzt einmal, die haben alles gehütet früher und über 2 Weltkriege gerettet und was weiß ich was, über die DDR hinübergeholfen und 2 Tage besitzt es der Ururenkel und schon wird es verkloppt, um sich irgendeinen Mist zu kaufen. Wo man gerade denkt, das braucht man ganz dringend,
was schnelllebig ist, nach einem Jahr in der Tonne landet. Und dann ist die letzte Erinnerung an den Uropa kaputt. Da sollte man mal drüber nachdenken, wenn man von der Oma den uralten Hochzeitsring verschleudert. Weil man kurzfristig nach Malle fliegen muss. Also ich finde sowas grausam. Na egal, jetzt kommen wir aber mal zum lustigen Teil. Letztens haben wir mal bei dem Review zu den Werner Comics und etc. drüber nachgedacht, dass ich ja früher als Hobby gerne habe T-Shirts bedrucken lassen. Ganz hinten im Schrank lagen noch ein paar. Reden wir mal ganz kurz drüber. Das war damals modern, das war vielleicht so 95, vielleicht so 91 oder so. Da war ich noch Schüler. Ja. Und dann bin ich immer zu Mac Short gerannt und habe dann meine Entwürfe auf T-Shirt gebannt. Na egal, kommen wir mal zum ersten. Das Ding ist wirklich schon uralt. Ist schon etwas verblichen. Gucken wir mal hier. Das ist das uralte Familienwappen von, ich sage mal, 1470, genau weiß ich das nicht. No? Der Adelstitel, sage ich, wurde immer versoffen. Und das Wappen ist geblieben. Da ist hinten einmal das Große drauf. Zack. Und vorne einmal das Kleine. Oh, das ist noch ein bisschen verdreckt. Ich habe es auf den schmantigen Tisch gelegt. So, und vorne in klein. Das fand ich schön damals. Ups. Und, oh ja, ich habe da ein bisschen Gewackel hier gehabt.